Die AfD plant, bei der Bundestagswahl 2025 einen eigenen Kanzlerkandidaten aufzustellen, wie die Parteivorsitzende Alice Weidel in einem Interview mit RTL-NTV bekannt gab. Unabhängig von den derzeit hohen Umfragewerten sei die Entscheidung gefallen, einen Kandidaten zu nominieren, so die Rechtspopulistin. Die endgültige Entscheidung darüber müsse jedoch auf einem Bundesparteitag getroffen werden. Weidel äußerte sich auch zu ihrer eigenen Eignung als Kanzlerkandidatin. Die 44-Jährige erklärte, dass es noch offen sei, wer letztendlich antreten werde. Bislang hatte die AfD auf die Nominierung eines Kanzlerkandidaten verzichtet. Die Partei erhielt in bundesweiten Umfragen zuletzt Zustimmungswerte von bis zu 20% und belegte damit teilweise den zweiten Platz hinter der CDU/CSU. Allerdings schließen alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien eine Koalition mit der AfD aus, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird.